Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der MZ Kickshow vor der Sommerpause. Kurioser Vorfall in der B-Klasse Gruppe 5 Regensburg. Was war passiert? Der TV Hemau 2 hat sich bereits als Meister feiern lassen. Am Ende der Saison hatte man 3 Zähler Vorsprung vor Duckendorf 2. Aber die Duckendorfer haben Protest eingelegt gegen die Spielwertung der Niederlage gegen Wolfseck 2, weil die Wolfsecker nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt hatten. Diesem Einspruch, diesem Protest wurde stattgegeben. Duckendorf 2 bekam zusätzlich 3 Punkte und schwuppdiwupp, Hemau 2 und Duckendorf 2, beide Teams sind punktgleich. Es gibt ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft, die Hemauer verlieren. Duckendorf 2 jetzt sozusagen neuer Meister der B-Klasse Gruppe 5. Fußballabteilungsleiter Sergei Frank vom TV Hemau, wie groß ist jetzt die Enttäuschung? Ja, es war halt wie ein Schlag ins Gesicht, meiner Meinung nach. Weil du bist halt dann eigentlich schon Meister und so weiter. Der Spielgruppenleiter hat uns damals auch schon gratuliert gehabt und so zur Doppelmeisterschaft und schon gefragt, ob wir wirklich aufsteigen wollen. Ich habe die Bestätigung schon auch geschrieben gehabt. Und dann nach der Saison sozusagen, wo eigentlich schon alle im Urlaub sind und alle frei haben, erfahren wir halt, dass wir nicht mehr Meister sind. Ihr habt aber jetzt noch die Möglichkeit aufzusteigen. Der Meistertitel ist natürlich futsch. Da müsst ihr gegen Donaustauf 2 gewinnen. Wie motiviert ihr jetzt eure Mannschaft? Wir haben der Mannschaft gezeigt, dass wir alles gegeben haben und rechtlich alles ausgenutzt haben. Wir haben ja mit dem BEV telefoniert, mit allen Sportgerichten und so weiter und versucht herauszufinden, ob er da überhaupt irgendwas machen kann. Und die Mannschaft findet das halt als ungerecht immer noch. Und jetzt wollen sie es eigentlich selber dann beweisen, dass sie eigentlich der wahre Meister sind und deswegen jetzt am Mittwoch gewinnen wollen. Fußballabteilungsleiter Fritz Weber von der DJK Duckendorf, ist jetzt bei eurer Meisterschaft nicht so ein kleiner fader Beigeschmack dabei? Einerseits ja, einerseits nein, aber wir haben halt auch so recht gepocht, also die Nachfrage, ob das richtig war für ein Sportgericht, also Einspruch eingelegt, das natürlich bitter für Hemau war, das ist, sage ich mal, ja, weil halt das schon Meister waren, hat er gesagt, und dann durch das Sportgerichtsurteil dann nicht Meister wurden, sondern jetzt den Entscheidungsspiel, das hat halt unsere Mannschaft gewonnen. Der ganze Vorfall hatte jetzt noch größere Auswirkungen. Der Spielgruppenleiter Ambros Eberl ist zurückgetreten. Ihm wurde vorgeworfen, er sei der Tippgeber gewesen. Dass hier bei der Spielvereinigung Wolfseck 2 nicht spielberechtigte Akteure dabei waren, das hat er dementiert. Aber er hat erklärt, er wurde so beschimpft, ein Weitermachen macht keinen Sinn mehr. So nahe dran war die DJK Filzing am Aufstieg in die Fußball-Bayernliga. In 2 Relegationsspielen trat man gegen den SV Raisting an. Zu Hause gab es ein 0:0, in Raisting allerdings eine 1:2 Niederlage aus der Traum vom Aufstieg. Roland Dachauer, 2. Fußballabteilungsleiter der DJK. Was ist denn das Ziel in der neuen Saison bei euch? Ja, also es ist natürlich so, wenn man jetzt in dieser Saison den 2. Platz belegt, was für uns durchaus überraschend war. Wir waren ja Aufsteiger in dieser Saison in der Landesliga. Dann ist es natürlich so, dass wir auch in der nächsten Saison wieder eine ganz ordentliche Rolle spielen will, sich die Mannschaft, die einzelnen Spieler natürlich verbessern will. Und dann wollen wir unterm Strich natürlich wieder im vorderen Tabellendrittel mitspielen. Das Ziel Meisterschaft so konkret zu formulieren, ist meines Erachtens, beziehungsweise auch im Sinne des Trainers, nicht realistisch. Lange haben die Fans gewartet. Am Dienstagnachmittag war es soweit. Der SSV Jahn Regensburg hat seinen neuen Trainer bekannt gegeben. Es ist Thomas Stratos. Christian Keller, sportlicher Leiter beim Jahn. Warum ist die Wahl auf ihn gefallen? Weil wir einen Trainer gesucht haben, der klare Stärken im Bereich Mannschaftsführung hat, wo bekannt ist, dass er eine gute Kommunikation zu seinen Spielern pflegt, wo bekannt ist, dass es ihm ganz, ganz wichtig ist, dass seine Spieler mit Spaß zur täglichen Trainingsarbeit kommen, weil man weiß, dass man auch nur dann einfach erfolgreich spielen kann. Und da sind wir davon überzeugt, dass Thomas Stratos diese Fähigkeiten mitbringt. Zum Zweiten aber auch, weil Thomas Stratos unabhängig von etwaigen Rahmenbedingungen immer versucht, das Beste rauszuholen. Und das braucht man beim Jahn.
Der neue Coach hat nach seiner offiziellen Präsentation gleich die erste Trainingseinheit geleitet. Da war übrigens Kapitän André Laurito nicht dabei. Ihm wurde noch eine Metallplatte nach seiner Verletzung entfernt. In den kommenden Wochen wird sehr viel trainiert. Es wird etliche Vorbereitungsspiele geben. Zum Beispiel am 7. Juli gegen die Auswahl der MZ-Kickers. Und in den Trainingseinheiten werden viele Testspieler da sein, die man ausprobieren will. Denn der Jan braucht natürlich noch Verstärkungen. Was hat der neue Trainer alles vor? Peter Schröder hat sich mit ihm unterhalten. Tja, Armin, und hier ist er nun, der neue Trainer des SSV Jahn Regensburg, Thomas Stratos. Heute in der Pressekonferenz das erste Mal vorgestellt und Sie sind der neue Mann. Wo geht denn die Tendenz hin? Was sind die Ziele für die nächste Saison? Na, als erstes fangen wir nachher an zu trainieren. Das ist das Erste, was wir machen werden. Die Spieler kennenlernen, sehen, ob man das, was man im Kopf hat, auch so umsetzen kann. Und dann werden wir in der Vorbereitung, wenn wir die ersten Spiele gemacht haben, dann können wir uns Ziele setzen. Nun, jeder Trainer hat ja so seine Fasson. Für welche Spieltaktik steht denn ein Thomas Stratos? Thomas Stratos steht dafür, dass er sagt, hinten Tore verhindern und vorne Tore schießen. Natürlich ist das immer sehr einfach gesagt, aber wenn ich ein Spiel 4-3 gewinnen kann, ist mir das lieber, als wenn ich nur 1-0 gewinne. Das heißt, Fußball spielen, nach vorne spielen, versuchen Tore zu erzielen, weil das ist eben das Spiel. Das heißt ja, Fußball ist ja Tore schießen. Nun, wenn man die letzte Saison anschaut, hat man ja oft gut mitgespielt und dann hat es doch nicht gelangt. Das ist so ein Fluch, den der Jan mitgenommen hat. Jetzt ist man eine Liga unten und da besteht ja immer die Gefahr des Abrutschens. Ist man sich bewusst, dass man vielleicht auch eine schwere Saison vor sich hat, trotz der dritten Liga? Bewusst bin ich mir, dass wir eben eine Mannschaft zusammenstellen müssen oder eine Mannschaft zusammenbasteln müssen, die eben erfolgreich spielt oder eben das macht, dass wir ein gutes Jahr erleben. Gibt es denn für Sie noch irgendwelche Spieler, wo Sie sagen, hätte ich noch gern, oder schauen Sie sich das erstmal an und sehen dann weiter? Also hätte ich gerne ist immer gut. Aber ich muss es mir erst anschauen. Also ich muss die Spieler anschauen, wir müssen erstmal trainieren, wir müssen erstmal sehen, wie sie oder meine Dinge, die ich im Kopf habe oder beim Training machen möchte, ob das auch so funktioniert, damit man dann natürlich erst hingeht und sagt, jetzt hätte ich gerne. Nun klar, eine Frage muss noch sein, Regensburg, waren Sie schon hier, haben Sie schon was gesehen? Ich habe die Stadt schon gesehen, also ich glaube, meine Kinder werden sich freuen. Tja, Armin, soweit die ersten Worte des neuen Trainers und zurück zu dir ins Studio. Am 15. Juni hat die Blindenfußball-Bundesliga, ja, das gibt's tatsächlich, einen Spieltag in Regensburg und zwar am Neupfarrplatz. Ein besonderes Blindenfußballtraining gab's am Sportplatz des SV Nittendorf. Sonja Kasowski war mit dabei. Rasseln am Ball, Sichtschutzbrillen, ein ganz normales Fußballtraining? Für den blinden Fußball schon. Etwa 20 Jugendliche hatten sich zum Training eingefunden, um sich einen Einblick in die Welt des blinden Fußballs zu verschaffen. Wie es zu dem Training kam, erklärt Ansgar Lipecki, Trainer des BFW VSV Würzburg. Am kommenden Samstag, den 15.06., ist in Regensburg ein Spieltag der Deutschen Blindenfußballliga. Die Sepp Herberger Stiftung, der Deutsche Behindertensportverband und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband haben sich mit der Stadt Regensburg in Verbindung gesetzt und haben dann den FC Jura gefunden, der bereit ist, also Volunteers zu stellen, eine B-Jugend, eine A-Jugendmannschaft, die also am Samstag dann zur Verfügung stehen, den Mannschaften zu helfen, die hier aus ganz Deutschland anreisen, aber auch natürlich den vielen Zuschauern. Mit dabei war auch der blinde Abwehrspieler Manuel Beck. Was es ihm bedeutet, sehen den Fußballspielern einen Einblick in den Blindenfußball zu geben, verriet er uns. Also das mache ich sehr gern, vor allem mit dem Wissen, dass die sehenden Spieler, die hier sind, am Wochenende auch als Volunteers im Einsatz sein werden bei unserem Spieltag auf dem Neupfarrplatz. Von daher mache ich es besonders gerne, dass ich den Spielern hier mal ein bisschen den Sport näher bringe, denen die Regeln erkläre, einfach mal zeige, was dahinter steckt. Und ich sag mal, die meisten, die hier sind, die stellen sich auch gut an. Bisher ist der BFW VSV Würzburg die einzige bayerische Blindenfußballmannschaft. Sowohl Lipecki als auch Beck wünschen sich, dass dieser Sport mehr an Zulauf gewinnt. Gegen Ende des knapp einstündigen Trainings entschied Ansgar Lipecki, dass die Jugendlichen sich gut genug für ein richtiges Spiel geschlagen hätten.
Und tatsächlich, es fiel ein Tor. Zwar fiel der Torjubel wegen den Sichtschutzbrillen nicht ganz so stürmisch aus, aber die Freude war auf jeden Fall da. Das Training kam bei allen gut an. Wir haben die Jugendlichen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, nochmal so zu trainieren. Ja, schon, weil das bringt ja nicht nur fürs Grundwissen bringt es auch was und so jetzt fürs normale Fußballerische bringt es auch was, wenn man das steigert, zum Beispiel Technik und Ballgefühl. Ja, im Prinzip schon, weil ich es wirklich sehr aufregend fand und vielleicht hätte ich mich dann auch dabei ein bisschen verbessern. Ich denke auch, fürs normale Fußballtraining ist eine gute Erfahrung. Am 15. Juni gastiert die Blindenfußball-Bundesliga in Regensburg am Neupfarrplatz. Weitere Informationen zu diesem Event und auch zu den Regeln finden Sie auf www.blindenfußball.de. Der ASV Burg Lengenfeld und der Freie TuS Regensburg standen sich in zwei Entscheidungsspielen um einen freien Platz in der Fußball-Landesliga Mitte gegenüber. Beim Freien TuS Regensburg hat sich der ASV Burg Lengenfeld, für viele Fußballfans überraschend, mit 2:0 durchgesetzt. Dann stand am Dienstagabend das mit Spannung erwartete Rückspiel auf dem Programm. Vor vollen Rängen traf der Freie TuS in Rot-Schwarz auf den ASV Burg Lengenfeld. Der TuS bereits unter Druck, man hatte das Heimspiel mit 2:0 verloren. Gleich in der zweiten Minute hatte Paul Richter eine Großchance, doch er vergibt. ASV-Keeper Daniel Schneider hält den Kasten sauber. Das hätte den Spielverlauf anders aussehen lassen können. Dann gleich postwendend, vierte Minute, Abwehrfehler Benjamin Epifani mit einem Paradeschuss, bringt den ASV mit 1:0 in Führung. Der ASV dann die aktivere Mannschaft mit mehreren kleinen Chancen. Der TuS zwar immer bemüht, doch nichts gelingt den Regensburgern an diesem Tag. Der ASV immer wieder gefährlich, wie hier durch Graf. Da muss sich Martin Höcherl strecken, um den Ball zu halten. Und Benjamin Epifani immer wieder gefährlich vor dem Tor. In der 21. Minute kommt der Ball zu Epifani, der schießt am 16er aus der Drehung und trifft zum 2:0. 3 Minuten später, Standardsituation Freistoß, Christian Pöllinger, sträflich alleingelassen, schiebt ein zum Anschlusstreffer 2:1. Damit ging es auch in die Pause. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte der TuS noch einmal bemüht, doch der ASV stand hinten sicher und ließ nichts anbrennen. Dem Freier TuS wollte einfach nichts gelingen und dann war da immer wieder der ASV-Keeper Daniel Schneider. Auf der anderen Seite immer wieder Chancen für den ASV. 55. Minute, Ecke für den ASV, der Ball kommt zum langen Pfosten. Wieder zu Epifani, der geht durch 3 Abwehrspieler und macht das 3:1. Sensationell, Epifani. Eindeutig der Mann des Tages in einer top motivierten Mannschaft. Der TuS daraufhin am Ende und bei Schlusspfiff der TuS am Boden zerstört und abgestiegen. Freudentaumel beim ASV, schauen Sie sich die Bilder an. Der ASV Burg Lengenfeld hat den Aufstieg in die Fußball-Landesliga Mitte geschafft. Glückwunsch, Trainer Matthias Bösel. Das Ziel ist erreicht, ja. Die Freude ist natürlich riesengroß. Warte mal. Jetzt hat es mal schnell starten, weil ich möchte jetzt echt was so lustig sagen. Ich glaube, da sollte es einen verdienteren Aufsteiger geben hat wie mir. Es gibt 15 Bezirksligen in Bayern. In 14 hat unser Punkteschnitt zur Meisterschaft gereicht. Wir haben jetzt in der Relegation 2 Landesligisten ausgeschalten. Und ein Riesenkompliment an die junge Mannschaft. Wir haben einen Altersschnitt von 21. Und ich glaube, das ist auch für Burg Lengenfeld und das sieht man eine Riesensache. So, das war's mit der letzten Ausgabe der MZ Kickshow vor der Sommerpause und wenn's wieder richtig losgeht, sind wir wieder mit voller Kraft dabei.